YouTube. Grüße in dieses World Wide Web. Wir sind hier wieder auf Twitch und spielen Runde Planet Zoo. Und widmen uns heute unserem neuen Gehegen. Ja, da steht immer noch Alpensteinbock-Gehege. Ich weiß aber nicht, ob wir heute erst das Alpensteinbock-Gehege bauen oder vielleicht schaffen wir auch nur die Wege oder keine Ahnung. Aber hier sind wir wieder zurück in unserem wunderbaren Mückelini-Zoo und es regnet heute. Wir warten natürlich kurz, bis es aufhört zu regnen, dann drücken wir mal auf Pause und dann zeige ich euch, was wir gemacht haben. Aber das ist der momentane Stand unseres Zoos. Also er wird wirklich immer größer. Es ist schon krass. Bitte nenn deine Biber dann auch Justin und Haley. Ja, aber das ist ja viel zu einfach. Wir schauen mal. Oh, unser Happy Hippo ist angekommen. Also in den letzten zwei Streams sind uns irgendwie alle Tiere weggestorben. Keine Ahnung, was da los war. War ein bisschen belastend. Aber wir kriegen das alles hin. Mir geht's gut, hoffe ihr euch auch. Das ist schön, Sally, das freut mich. Oh, was ist denn das für eine Sprache? Elisha, please only in German or English, please. Zwar, please gesagt. Also jetzt muss er sich auch dran halten, ne? Melissa Hallechen, herzlich willkommen im Stream. Russisch ist das. Ah ja. I don't speak any Russian. Amina auf einmal 50 Jahre alt. Grüße in dieses World Wide Web. Also, auf jeden Fall für die, die die letzten Male vielleicht nicht dabei waren. Das hier ist unser Zwergflusspferdgehege. Da sind die Zwergflusspferde drin. Hier. Wir haben jetzt ein bisschen Verluste gehabt in den letzten Male. Also hier sind die Gedenktafeln an Keck und Kekina. Die sind nämlich leider beide gestorben. Ja, und bei den Füchsen sind uns auch sehr, sehr viele gestorben. Da müssen wir gleich nochmal gucken, weil da nämlich ein... Sieht aber ein bisschen... Warum sieht das so eklig aus? Ist das geschimmelt? Warum sieht das so aus? Ist das normal? Wir sprechen hier nur Deutsch, Englisch und Simlish. Genau. Das ist Fleisch eigentlich, aber irgendwie ist hier auch ein bisschen Kot mit drin und... Ja, weiß ich auch nicht. Also auf jeden Fall war unser ältester Fuchs ja unfruchtbar. Den haben wir dann ins Hospiz geschickt und ich glaube, die älteste Füchsin ist jetzt auch unfruchtbar. Da müssen wir dann, glaube ich, nochmal gucken. Ich glaube, da muss ich wohl das Veterinäramt einschalten. Bitte nicht. Vielleicht sind das die toten Füchse. Naja, auf jeden Fall sind das unsere Rotfüchse. Dann haben wir hier auf der anderen Seite unsere Panzernashörner. Da haben wir auch zwei neue geholt, die dann auch ein Baby schon bekommen haben. Also hier haben wir Friede und Horny. Horny ist da hinten. Und ihr Baby Chiara. Und dann haben wir das Grizzlybärengehege. Das haben wir über die letzten Streams gebaut. Hier haben wir Bea Bernd und ihr Baby Tabea. Ja. Unfuchsbar, genau. Die sind unfuchsbar. Wie kann ich die Lebensqualität meiner Flamingos erhöhen? Wenn du Franchise spielst, dann musst du die Tiere erforschen. Das heißt, du schickst einen Tierarzt auf die Tierart, sozusagen, und dann forschen die da dran. Und dann werden mehr Inhalte für die Tiere freigeschaltet. Dann gehst du auf Gehege, dann gehst du auf Art und dann wählst du die Art aus und dann gehst du auf Lebensqualität und dann musst du das platzieren. Genau. Ich weiß ja nicht, ob das für deinen Zoo spricht, wenn die toten Füchse da so verrotten. Psst, jetzt. Also auf jeden Fall haben wir ein ganz wunderbares Grizzlybärengehege gebaut und das macht alles wett, egal ob da hinten Gämmelfleisch liegt. So, und unsere, achso, und wir haben natürlich hier die Vivarienhöhle, nicht zu vergessen, wo wir unsere Vivarien haben. Da haben wir nämlich beim letzten Mal noch Leguane einziehen lassen, die der Zölli sich gewünscht hat. Hier wohnen jetzt irgendwo, da, ist so gut getarnt, leben jetzt Leguane drin, genau, das ist unsere Vivarienhöhle. Und hier sind wir jetzt dran. Also das haben wir beim letzten Mal fabriziert. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen wild aus. Ihr denkt euch so, Nina, was machst du da? Aber wenn wir auf Barrieren drücken, dann sehen wir, dass wir hier schon ein bisschen was vorbereitet haben. Denn wir haben ganze drei Gehege schon mal vorbereitet. Warum ist die Forschung für die Iasidora Para... Genau, Zölli, wollte ich auch mal sagen. Nein, dann habe ich die noch nicht in meinem Zoo drin. Didi.
Ich dachte, hier geht es um das Tierwohl vor der Schönheit des Geheges, anders als bei Lukas. Ja, also bei den Grizzlies ist das so. Sieht aber schön aus hier. Ich habe heute Homeoffice gehabt. Schön, dass du da bist, Lina. Dankeschön. So, also auf jeden Fall haben wir geplant. Ja, Lukas, deinen Tieren geht super, weil du Sandbox spielst. Die brasilianische Riesenvogelspinne. Ja, Zölli, die haben wir jetzt nicht mehr im Zoo. Du bist ja leider in unserem Zoo gestorben. Also auf jeden Fall wissen wir noch nicht, was wir hier reinmachen. Das war jetzt erstmal so ein Platzhalter. Dann wollen wir hier die Alpensteinböcke reinmachen und hier wollen wir die Biber reinmachen. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, Nina, was hast du dir bei dieser komischen Treppe gedacht? Aber das machen wir noch alles schön. Also hier machen wir noch überall Steine und so hin und dann wird es hoffentlich gut aussehen. Ich weiß noch nicht, ob es gut aussehen wird, aber hoffentlich wird es das. Oh! Enorme Desaster, dankeschön für den Raid. Hallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Stream. Was habt ihr gemacht? Habt ihr Sims gespielt? Wenn ja, was habt ihr getan? Habt ihr eine Challenge gespielt? I wanna know it all. Ich bin die Nina, falls ihr mich noch nicht kennt. Hallöchen. Wir spielen Planet Zoo. Ich weiß, ich heiße Simfinity. Wahrscheinlich habt ihr jetzt hier auch Sims erwartet, aber hier gibt es hauptsächlich im Moment Planet Zoo und wir spielen heute auch wieder Planet Zoo. Ich habe gerade eine Zootour gemacht, ich zeige euch natürlich gerne auch nochmal das hier von oben. auf jeden Fall, ja, gibt es hier ganz viel Planet Zoo im Moment. Und ja, falls ihr Enormal Desaster noch nicht kennt, also an meine Leute, schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Da gibt es auch ganz viel Sims. Ich weiß nicht, ob du auch noch was anderes sonst spielst, aber Sims ist ja auch hier immer sehr gerne gesehen. Was sagt ihr zum neuen Pack? Ist natürlich die allerwichtigste Frage. Punisher, herzlich willkommen im Stream. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Wenn man die nicht im Zoo hat, ist das gesperrt. Genau, ja. Man kann die nur erforschen, wenn man die auch im Zoo platziert hat. Barrierefrei ist ein Zoo, aber nicht. Ja, Monique, wir haben aber geplant, dass wir hier noch irgendwie einen Weg durch eine Höhle machen und dass man dann da irgendwie auch durch den Berg gehen kann oder so. Sowas haben wir uns auch noch gedacht. Mal gucken. Lina, hallöchen, schön dich zu lesen. Wie geht's dir? Wir haben eine Shell-Challenge weitergebaut. Sehr cool. Vielleicht solltest du dich in alles nur nicht Simsfinity umbenennen. Ja, und was ist, wenn ich dann doch mal Sims spiele? Dann ist hier das Geschrei groß. Doch, das ist immer noch der Muckelzoo, Jule. Der ist nur sehr groß geworden. Lari, hallöchen. Schön, dass du da bist. Und MXE Beauty, hallöchen. Wir haben an einer Shell-Challenge weitergebaut. Ich muss aber leider sofort zu einem Termin. Daher wünsche ich euch noch sehr viel Spaß. Ich danke dir für den Raid. Wirklich vielen, vielen Dank. Hab einen wunderschönen Tag. Ein schönes Wochenende. Und ganz viel Erfolg bei deinem Termin. Und Wolfi, hallöchen. Und Elalp, ich sag einfach Ela. Herzlich willkommen im Stream, schön, dass du da bist. Bin froh, nochmal hier zu sein, bei mir steht noch das Chatting. Oh ja, mag einer meiner Profi-Mods einmal Planet Zoo machen? Das wäre sehr gütig. Ela reicht, sehr gut. Dann hatte ich das ja schon gut auf dem Schirm. Naja, wir bauen auf jeden Fall jetzt gerade hier unsere neuen Gehege. Also wir haben schon drei vorgeplant und arbeiten uns jetzt vor. Also das da oben, was wir bauen, ist eigentlich gerade noch so ein bisschen Fake News. Aber ich lasse es trotzdem stehen. Dann halt nur ganz selten Sims. Das wäre schon ein bisschen witzig, ne? Sandra hat eine eigene Shell-Challenge gemacht. Das wird super klasse, die Ergebnisse zu sehen. Wait. Heißt Enormal Desaster auch Sandra? Das wäre ja sehr witzig. Also ich sage auch wegen Insandra, weil sie ja auch Sandra heißt. Michaela Löchen. Ja, wie lustig. Das ist ja cool. Meine Tochter spielt Planet Zoo, ich nur Sims. Also, ich mag beides total gerne. Es ist einfach toll. Einfach schön. Und Felicia, hallöchen. Schön, dass du auch da bist. Und Brain, hallöchen. Herzlich willkommen im Stream. Ja, der Dino kann sich auch vorstellen, wenn ihr Ausrufezeichen Dino eingibt, dann sagt er euch, dass er Norbi heißt.
Ade. Und Prinzessin, Hallöchen. Schön, dass du auch da bist. Und Clara, Hallöchen. Da. Ich bin der Norbert. Sind wir immer noch in Just Chatting? Macht nichts. Ich habe viel beschäftigte Mods. Ich bin Independent Woman. Ich hoffe, wir hatten jetzt einen Shoutout. Hatten wir einen Shoutout dann? Nach dem Raid? Ich glaube nicht, ne? Mach ich natürlich auch. Oder Luki, kannst du mal ganz. Ja, okay, kannst du mal ganz kurz einen Shoutout für A Normal Disaster machen? Das wäre ganz, ganz lieb. So, warte, genau. Hier unten wollte ich noch jetzt die Steine anfangen. Kann man. Ah ja, schon gut. Der ist mir gar nicht aufgefallen, obwohl ich schon länger hier bin. Ja, ja, das ist der Norbi. Thank you, Luki. Hab noch nie bei Planet Zoo zugeschaut. Was ist das so? Man baut einen Zoo und managt den. Das ist es basically. Also man kann hier so unglaublich viel gestalten und es ist einfach nur das allerschönste Spiel. Also es ist wirklich, falls ihr Zoo Tycoon noch von früher kennt, so ist das. Also das ist wirklich neben Sims und ich würde sogar sagen, dass es mein absolutes Lieblingsspiel ist. Also ich liebe Sims auch, aber Planet Zoo gibt mir einfach nochmal eine ganz andere Art von Entspannung und es ist einfach... Einfach toll. Warum dreht sich das jetzt nicht oder dreht sich das und ich sehe es nicht? Ich weiß noch nicht, ob das gut wird, was ich mir jetzt hier ausgedacht habe. Wir gucken einfach, ne? Wie Sims als so? Ja, eigentlich schon, ja. Hab gestern zwei Leinwände mit Spachtelmasse und Farben gestaltet. Ich weiß nicht, ob ich es cool finde oder einfach schrecklich. Oh Mann, das sieht bestimmt richtig toll aus. Ich finde das voll cool. I'm sure it's amazing. Answering you. Norbi is legend, ja. Ohne Norbi wären wir sehr traurig. Anne, habe ich dir eigentlich Hallo gesagt? Ich habe so, also ich habe in meinem Kopf habe ich dir Hallo gesagt. Ich weiß nicht, ob ich dir so Hallo gesagt habe. Und Vanessa habe ich dir Hallo gesagt. Schön, dass ihr da seid. Und Annie, Hallöchen. Ich wurde als Kind mal in einem Streichelzoo von einem Steinbock aufs Horn genommen. Das ist wirklich belastend. Ich hoffe, es ist nichts passiert dabei. Und Felicia, danke schön für den Resub im zweiten Monat. Vielen Dank. Es ist einfach Planet Zoo, liebe das Spiel auch sehr. Ja, es ist einfach schön. Egal, was man macht, ob man die Tiere einfach beobachtet, ob man irgendwas baut, ob man Steine platziert. Also es ist einfach... Alles schön. Aber ich glaube halt, wenn wir das hier mit Steinen zumachen, dann wird diese komische Wendeltreppe halt schon viel weniger auffallen. Wenn wir dann da noch irgendwie so über so Pflänzchen hin... Oh mein Gott, falsche Taste. Pflänzchen hinmachen und sowas, dann wird das, glaube ich, richtig cool aussehen. Aber ich habe mir auch noch was für die Biber oben überlegt. Ich habe gedacht, es würde vielleicht cool aussehen, wenn wir sowas hier, also wenn wir Baumstämme so übereinander legen und das dann ein bisschen wie so ein Damm aussehen lassen und da kommt dann so Wasser rausgespritzt. Ich glaube, das könnte cool aussehen. Lege die Kleine nun zur Mittagsstunde hin und wäre dann dabei. Lea, ich bin auf jeden Fall noch ein Weilchen da. Wir haben ja gerade das Planet Zoo angefangen. Nichts passiert, nur ein Streichel zu Trauma davon getragen, das glaube ich dir. Mein Papa lacht mich noch heute dafür aus. Steinis platzieren in jeder Situation toll. Ja, true. This is very true. Danke, Lina, vielen Dank. Als mein kleiner Cousin das letzte Mal da war, haben wir einfach Tiere geguckt. Er hat sich so gefreut und auch gedacht, das sind echte Tiere. Ja, weil die sehen ja wirklich auch einfach, also die Animationen sind ja auch einfach so toll. Also es ist einfach ein unglaublich mit ganz viel Liebe gestaltetes Spiel und es ist einfach, ich kann nur schwärmen. Und das habe ich auch gestern kurz angeschnitten, bei Planet Zoo ist es eben auch das Tolle, dass da wirklich auch
von den Entwicklern ganz viel darauf geachtet wird, was die Spieler sich wünschen. Also was dem Spiel noch fehlt, was überarbeitet werden muss, wo gibt's Bugs und so weiter und so fort. Und das ist halt an Planet Zoo auch unglaublich besonders. Guck, das sieht doch direkt schon viel besser aus, oder? Isa, hallöchen, schön, dass du da bist. Geht's? Ich habe mir deine Aurora-Challenge innerhalb von 4 Tagen durchgeguckt und ich liebe sie. Wahnsinn. Da hast du aber wirklich nonstop Aurora geschaut. Aber es macht mir auch wieder richtig Spaß im Moment, ey. Ich muss mich richtig zügeln, dass ich nicht so super weit im Voraus aufnehme, weil die Challenge macht richtig Bock. Also Szenario hat auch natürlich mega Spaß gemacht, aber das ist jetzt vorbei. Ich freue mich natürlich auch sehr auf die neue Challenge. Aber ja, das macht alles sehr viel Spaß. Long story short, Planet Zoo ist ein Muss. Yes. Auf jeden Fall. Der Anfang ist Pain, weil man erstmal die ganze Spieldynamik kennenlernen muss und so, aber dann wird es einfach schön. Ich glaube, hier machen wir ein bisschen Pflanzen hin. Ich glaube, das würde schön aussehen, wenn wir da ein bisschen was hinpflanzen und keine Steine hinmachen. Isa, mir geht's auch gut, das freut mich. Ich wurde mit 10 von einem Lama in einem Streichelzoo angespuckt, war das letzte Mal, dass ich nur zu Streichelzoo war. Oh Mann. Und Ela, mach's gut. Hab ein wunderschönes Wochenende. Schön, dass du da warst. I'm gonna let the sunshine in today. Do, 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 do. Dann nehmen wir mal noch hier den ein bisschen. Ich habe gerade rausgefunden, dass man in Sandbox auch die Sachen vom Franchise einstellen kann. Wow, ja, beim Sandbox-Modus kann man quasi wie Franchise spielen, ohne Franchise zu spielen. Also, das ist quasi, da kann man halt selber dann quasi entscheiden, was einem wichtig ist. Also, will man die Bedürfnisse der Tiere haben, will man die Bedürfnisse der Besucher haben und so weiter und so fort. Oder will man wirklich einfach nur bauen, ohne Geld oder irgendwas, sondern einfach, ne, kreativ werden. Aber ich mag halt immer die Herausforderung und den Struggle, deswegen spiele ich halt immer Sandbox. Lili, hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie haben sich die Bären eingelebt? Denen geht's ganz wunderbar. Also die sind richtig glücklich hier. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass die schön ein Baby bekommen haben. Ja, die fühlen sich richtig wohl. Die laufen auch immer schön hier oben lang und stolzieren hier rum. Also es ist einfach toll. Liebe deine Streams jetzt schon. Man kann einfach super abschalten. Das ist schön, Jojo. Das freut mich. Keine Bedürfnisse. Nee, Sally würde alles ausmachen. Oh Mann, das ist so lustig, Zelli. Warte mal, was brauchen die Biber für einen Zaun? Also Holz, ja. Kein Holz, aber nichts aus Holz Grad 2. Okay, das ist ja sehr cool. Aber das finde ich dann so schon cool. Also wir müssen das natürlich jetzt hier noch mehr, dass das nicht so wie so eine Wand aussieht. Aber das gefällt mir jetzt schon viel besser, dass diese Treppe eben nicht einfach so random da hochgeht. Also ich finde, das sieht jetzt schön organisch aus. Vielleicht können wir das hier sogar so ein bisschen... Oh, das ist natürlich kontraproduktiv hier, ne? Aber vielleicht können wir die auch einfach, den einfach löschen. Hä? Ja, hier müssen wir gleich nochmal ein bisschen... Bisschen gucken. So. Kaya, mach's gut. Hab viel vor heute. Habt alle ein ganz wunderbar entspanntes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Schön, dass du hier warst. Bye, bye, Miss American Pie. Ne, 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 ne. So. Wie toll, richtig schön, dass, sie oben jetzt auch lang gehen können. Ja, das wird richtig cool, glaube ich.
Es wird alles lange dauern, aber ich meine, mit dem Bärengehege waren wir ja auch schneller, als wir gedacht haben, ne? Also ich glaube so 4 Streams, 5 Streams, ja, noch nicht mal. Ich glaube 4 Streams haben wir daran gebaut. Ich finde das gerade noch, also ich finde das okay. Und Lara, lass dir deinen Nudelauflauf schmecken. Das klingt sehr gut. Und Nessie, hallöchen, wann bist du denn reingeflattert? Wo habe ich dich denn über... Ach da! Hallöchen, schön, dass du da bist. Und mir geht es sehr, sehr gut. Ich hoffe dir auch. Das ist natürlich die Frage... Ja doch, den Dings können wir eigentlich lassen, ne? Den Holzstamm, das sieht ja eigentlich gut aus. Und Clara, hallöchen. Und wie ist das Zeugnis? So eine kleine Stolperfalle für die Besucher würde ich schon feiern. Ich habe nur einmal in meinem Leben einen Biber in echt gesehen. Die gibt es gefühlt nirgends hier zum Gucken. Ja, also... Wohl, wir haben... Warte mal, wo leben die? Kanada, USA, Mexiko. Ja... Haben wir halt nicht so viel Berührung. Man, die sind so süß. Ich bin so gespannt auf die. Ich habe die noch nie in-game gesehen. Also auch nicht in einem anderen Stream oder so. Hab zwar nun Urlaub, aber bin so on fire, meine Reitabzeichenplanung zu machen für den Chef. Ja, Melina, mega cool. Hey, warte, was machst du denn beruflich? Wenn ich fragen darf. Das klingt ja sehr spannend. Ups. Freut mich zu hören, mir geht es auch gut. Das freut mich. Und Brain, danke schön für deinen Prime-Sub. Herzlich willkommen im Universum. Vielen, vielen Dank. Okay. Dann machen wir das hier mal noch ein bisschen. Ich kann mich noch an einzelne Momente von Planet Zoo während des Lockdowns erinnern. Mein Gehirn ist allgemein ziemlich matschig, aber das hat mir echt die Zeit versüßt und hat mich zu Hause gefühlt. Das ist schon krass, ne? Ich finde das halt auch richtig schön, dass wir diese Erinnerung haben. Auch so mit den Biersteinen zu Hause und sowas. Das ist halt wirklich schön. Also da haben wir uns die Zeit wirklich einfach schön gemacht, ne? Also für mich ist wirklich, also ich weiß, dass die Lockdown-Zeit und so für viele Leute auch super schwierig waren. War und ne, auch natürlich viele Existenzen kaputt gemacht hat und so, keine Frage. Aber für mich, also ich habe an die Lockdown-Zeit, also wenn ich daran denke, habe ich keine Negativgefühle so irgendwie. Also keine Ahnung, ich fand, also für mich war das mal so ein bisschen, also ich arbeite ja sowieso von zu Hause aus und so, aber ich fand es irgendwie auch mal ein bisschen entschleunigend halt einfach mal nur zu Hause zu sein, so, ja, schwer zu erklären, weil ich will da auch nicht unsensibel sein, weil, wie gesagt, ich weiß ja, dass da auch viele Existenzen halt kaputt gegangen sind und so, aber, ja. Versuche jetzt, na, Carla, I'm sorry! Sorry, dass ich dich überlesen habe. Schön, dich zu sehen. Ja, ich bin wieder in meinem Steineplatzierungsmodus, kennst du ja, ne? Lockdown-Zeit war für mich auch immer Planet Zoo bei Ninos Zeit. Das ist so süß. Das ist wirklich schön. Ja, da haben wir richtig reingesuchtet. Das war auch einfach toll. Ist der so in der Dings? Nee. Könnte besser sein, aber bin ganz zufrieden. Na gut, Clara. Aber dann hast du ja einen Ansporn fürs Nächste. Es gibt auch europäische Biber. Ah, krass. Hat jemand von euch schon mal einen Biber in der freien Natur gesehen? Also das wäre ja jetzt, also das wäre ja krass. Achso, ich wollte eigentlich, oh, ich springe schon wieder von Höckchen auf Stöckchen. Ich wollte das hier unten zubauen. Dass wir das sozusagen wie so einen kleinen... Also so einen Höhleneingang so ein bisschen haben, wenn man dann hier hochgehen will. Die, ja, ja, ich, ach wie krass.
Wow. Leider nur nicht nur die Spuren der angenagten Bäume. Voll cool. So krass, wie lange der erste Lockdown schon her ist. Ja, einfach 3 Jahre, Leute. Es ist so verrückt. Tiana, Hallöchen! Bin nur kurz dabei, weil ich gleich Besuch bekomme. Was wird gebaut? Wir machen hier unsere Treppe. Die wilde Treppe, die wir hier rüber gedingst haben. Und da bauen wir jetzt gerade die Höhle. Also vielleicht sollte ich das Wir bauen doch mal umändern. Und hab einen wunderschönen Tag, Girl. Ich hoffe, heute hast du wieder bessere Laune. Und dass du einen schönen Tag heute hast. Das wünsche ich dir. Bei mir in der Nähe gibt es einen großen Damm, habe aber noch nie einen Biber gesehen. Wie cool ist das denn? Wahnsinns! Wir hatten damals aber an der Schule Nutrias. Die kenne ich gar nicht. Ist das einem Biber ähnlich? Ich hoffe darauf, wenn ich Ende des Jahres nach Kanada fliege. Oh Mann, cool, Anne. Das wird bestimmt richtig spannend. Habe in Alaska einen Biberdamm gesehen, auch die Wege, wo sie lang gewandert sind, um Holz zu sammeln, aber die Biber leider selbst leider nicht. Vielleicht haben sie ja geschlafen oder so. Weil 3 Jahre Nudeln und Klopapiervorräte bunkern. Es ist schon krass, wenn man daran zurückerinnert sich, ne? Sich, gut. Ja, sehr. Also, wow. Jetzt hat es mich zum ersten Mal erwischt. Wollte eigentlich heute zum italienischen Buffet mit meinem Freund und bin richtig traurig. Oh nein, Carla! Das tut mir richtig dolle leid. Ich hoffe, du hast einen milden Verlauf und dass es ganz schnell wieder besser wird. Geil, italienisches Buffet. Das ist nice. Aber dann macht ihr das einfach nächste Woche oder so. Aber zum Valentinstag haben wir eben schon drüber geredet. Das ist nicht nur einfach eine Treppe. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Die Probleme gehen davon nicht weg, aber der Tag ist schon viel besser. Das freut mich, Girl. Das ist schön. Dann genieß die Zeit mit deinem Besuch. Und dann wird alles gut. Mach jetzt meine Nägel. Wird echt mal wieder Zeit. Mach das, Clara. Seht ihr, jetzt sieht das schon gar nicht mehr so kacke aus. Also zumindest hier. Oder? Habe ich wieder Geschmacksverkalkung. So, und jetzt wollte ich aber eigentlich, dass hier unten... Sieht gut aus. Ilari, habe ich dir schon Hallo gesagt? Wenn nicht, Hallo. Heute wieder hier völlig in meinem Film. In Moers in NRW gibt es einen richtig tollen Buffet. Ehrlich? Buffet Italiener, sorry, ich habe nicht zu Ende gelesen. Ich wohne in NRW! Aber ich weiß natürlich nicht, wo Moers ist. Oder Moers? Wo ist das so gelegen? Also Norden, Süden, Osten, Westen? Nein, aber macht nichts. Hallo! Jetzt habe ich Hallo gesagt. An Dortmund gibt es davon auch einen Standort. Ach, krass. Sieht mal wieder richtig gut aus. Das freut mich. Und Dine, willkommen zurück. Und Anne, oh mein Gott. 35 Monate. Wow, wow, wow. Dankeschön, dass du schon so lange dabei bist. Dann warst du ja auch bei den Planet Zoo Streams aus dem ersten Lockdown dabei, oder? Haben wir gerade drüber gesprochen. Ah, bei wo Krefeld ist, weiß ich. Danke, Löwenmama. Der Mors ist der Po, Nina. Wie bitte?
Stella, guten Morgen, Hallöchen. Ja, genau, ja, voll schön. Ach, das passt ja auch voll. Du hast jetzt 35 Monate. Nächsten Monat sind das dann 3 Jahre. Und die waren ja genau vor 3 Jahren, die Planet Zoo Streams aus dem ersten Lockdown. Mann, wie cool. Was habt ihr bisher gemacht? Nur das hier. Mors ist Plattdeutsch für das... Ah, für das Hinterteil. Ja, das ist also sowas, weiß ich doch nicht. Da bin ich doch nicht so bewandert. Aber gut zu wissen. Oh. Ich mach's jedes Mal. Welche Tiere sind denn gut für den Anfang? Auf jeden Fall keine Fleischfresser, also besser sind Pflanzenfresser. Wenn du Fleischfresser nimmst, dann nimm auf jeden Fall welche, die nicht in so großen Populationen leben, weil Fleisch halt im Unterhalb unglaublich teuer sind. Und dann macht ihr auf jeden Fall am Anfang direkt irgendwie eine Form von Vivariengebäuden, weil die Vivarientiere kannst du halt super vermehren und verkaufen und dadurch kriegst du dann halt immer richtig gutes Geld. Und ich würde halt auch nicht zu schnell zu groß bauen. Das ist auch mal ganz wichtig. Ja. Hast du das mit der Treppe irgendwo gesehen oder ist es out of your mind? Ah, es ist ein Simfinity Original. Sieht es gut aus? Also, sieht das so gut aus, dass man denkt, ich hätte das irgendwo als Inspiration gesehen? Das ist ja schön. Steffi, willkommen zurück. Und du bist Dollarlöchen. Tomate, Mozzarella, Hallöchen. Wieder mal ist die Antwort Spinnen, Leute. Spinnen sind einfach auf alles die Antwort. Also in finanziellen Plinzu-Fragen auf jeden Fall. Obwohl es da auch noch andere Vivarientiere gibt, die da sehr gut geeignet sind, aber auch die Spinnen. Ich nehme immer die Erdferkel zu Beginn. Die finde ich auch so süß. Die sind nur halt immer so gestresst, deswegen will ich denen dann auch immer so ein schönes Gehege bauen, wo die sich viel verstecken können. Aber ja, sowas ist richtig toll, wo man halt nicht so viele auch von kaufen muss und dann einfach ganz langsam angehen. Wenn ihr Franchise spielt, das ist eigentlich eine sehr interessante Frage. Welches Tier wählt ihr mal als erstes? Oder halt so, welche sind so eure Go-To-Tiere, wenn ihr Franchise spielt in Planet Zoo? Wäre niemals auf die Idee gekommen. Mensch. Das bedeutet mir wirklich viel. Planet Zoo kostet was, ja. Kann man auch ohne Spinnen machen, natürlich. Es gibt da auch ganz viele andere Tiere. Also Vivarientiere sind ja nicht nur Spinnen. Erdferkel auch tatsächlich. Herzlich willkommen, Big Bang. Gabelböcke und Faun. Erdferkel und kleine Pandis. Erstmal ein paar Vivarien und dann was Kleines wie Erdmännchen oder Erdferkel oder so. Kleiner Panda oder Schildkröten. Süß. Und Rini, Hallöchen. Mein Tag war bisher sehr, sehr schön. Also ich meine, er bestand fast nur aus Stream. Aber ja, es war sehr, sehr schön hier. Schön, dass du hier bist. Wie war dein Tag bisher? Danke auch übrigens für die ganzen Follows, die immer zwischendurch reinkommen. Ich freue mich natürlich immer sehr über neue Menschen hier. Just Me YouTube-Fan, mach's gut. Schön, dass du da warst. Hast du die Balken unter dem Weg selber gebaut? Nee, die, du kannst halt, wenn du so eine Erhöhung baust, dann kannst du das einstellen, dass die automatisch generiert werden. Bei mir haben Schildkröten immer gut funktioniert. Ja, Schildkröten sind auch supi. Wisst ihr noch, als wir im Regenbogenzoo dachten, okay, wir holen uns jetzt die Aldabra-Riesenschildkröte und die Galapagos-Schildkröten, weil die
vom Aussterben bedroht sind und deswegen kriegt man dann richtig viele Arterhaltungspunkte und dann hat das so 3 Jahre gedauert, bis sie endlich erwachsen waren und dann haben wir dafür so nur minimal Geld bekommen. Erinnert ihr euch da noch dran? Das war so frustrating. Jetzt ist die Frage, machen wir die Treppe hier auch noch zu, also dass wir hier quasi auch noch so ein bisschen Dach drüber machen oder lassen wir das dann so offen? Kleine Pandas sind auch wirklich so süß, ne? Die finde ich auch im Real Life so toll. Ich mache jetzt mal Teig, aber wir sehen uns in der Küche wieder. Was machst du für einen Teig, Paula? Und Nessie, danke schön. Damals, als ich angefangen habe, auf Twitch aktiv etwas zu gucken, da warst du die erste Streamerin, die ich abonniert habe. Hab mir über den Lockdown da erstmal was so durchgelesen, wie das alles funktioniert und so. Und dann habe ich irgendwann mein erstes Sub da gelassen. Och, Lili, das bedeutet mir richtig viel. Das ist wirklich richtig süß. Und Lauri, hallöchen. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Sieht man Spinnen im Game viel, also in den Menüs? Nee. Es geht so, ich werde langsam wieder gesund und freue mich, dass ich jetzt hier sein kann. Das ist schön, Rini. Gute Besserung weiterhin. Okay, ihr sagt alle offen lassen, dann machen wir das. Schildkröten und ich sind keine Freunde, die werden immer sehr alt, aber bekommen dann irgendwie immer 50 Babys. Ja, true. Die vermehren sich richtig krass. Ah, Spätzle machst du. Oh, Paula, lass es dir schmecken. Das ist ja ganz nach meinem Geschmäckle, ne? Ich glaube, ich mache jetzt aber hier auch noch ein bisschen Steine dann hin. Tschüss, Luki. Mach's gut. Schön wäre es, wenn man oben in den Baumkronen rauskommen würde. Aber ich glaube, dafür ist das dann hier zu niedrig, oder? Und dann wäre man halt, glaube ich, zu hoch. Also der Plan ist halt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, Tiana. Hier sollen halt die Biber rein in dieses Gehege. Und hier sollen halt die Alpensteinböcke rein. Und der Sinn dahinter ist halt, dass man natürlich hier die Biber beobachten kann und dass man auch einfach, also dass wir hier eine Glasfassade hinmachen und dass man dann von hier aus auch einfach die Alpensteinböcke beobachten kann. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wenn man dann in den Baumkronen quasi rauskommen würde, ob das dann nicht zu hoch wäre. Was aber noch cool wäre, da hast du absolut recht, wenn wir vielleicht hier noch einen Baum hinmachen, dann ist man ja sozusagen von hier in den Baumkronen rausgekommen. Ich glaube, das wäre... Ja, okay, der ist halt ein bisschen breit, der Baum, ne? Soll nicht so weit hier in den Weg reinragen. Vielleicht, wenn wir ihn so drehen. Sieht doch schon sehr cool aus, oder? Sieht schon richtig organic aus, hör mal. Wegen dir bin ich auf Twitch gelandet und mein erstes Sub hast du auch bekommen. Der nächste war dann Blesk zu Among Us Zeiten, war eine schöne Zeit. Oh Mann, das ist so toll. Isa, hallöchen. Schön, dich zu lesen. Wie geht's? Das ist wirklich so schön. Also ich weiß, dass halt ganz viele durch meine Streams auf Twitch gefunden haben. Das bedeutet mir wirklich so viel, weil ich halt weiß, dass viele auch super viele Freundschaften und so durch Twitch gefunden haben. Und ja, einfach schön irgendwie. Schön zu wissen, dass man das Leben anderer so positiv beeinflusst hat, sag ich mal. Das ist einfach nur eine ganz, ganz schöne Sache. Clara, mach's gut. Hab mir fest vorgenommen, dieses Jahr schreibe ich öfters in den Chat. Das ist schön. Aber ihr müsst euch natürlich nicht irgendwie gezwungen fühlen oder so. Ich freue mich auch, wenn ihr einfach lurkt und die Zeit genießt. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr schreibt. Also, vielen Dank, hab ein wunderschönes Wochenende und mach's gut.
Bin heute zum ersten Mal live dabei, verfolgt dich aber schon ewig auf YouTube, hab mir erstmal auf Twitch alle Planet Zoo Streams angeguckt, die ich noch nicht auf YouTube gesehen habe. Bin richtig froh, hier zu sein. Oh Mara, wie schön. Ja, ich habe es leider immer noch nicht geschafft. Das wollte ich ja gestern noch machen, aber dann hatte ich ja gestern leider nicht so einen guten Tag. Aber die kommen auf jeden Fall auch noch dann vielleicht nächste Woche alle online. Also ich mache das ja immer so, dass dann jeden Tag ein Video kommt. Aber freut mich, dass die noch so viel Anklang auch finden. Das ist einfach schön. Und ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Ich finde es richtig stressig, dass meine Klausur nächste Woche in der Uni an Uni-PCs mit Videoüberwachung geschrieben wird und zwei Kameras sollen einen filmen. Oh, what? Überlege noch, mich davon abzumelden. Mit so viel Druck kann ich nicht umgehen. Das ist ja richtig krass. Das ist ja richtige Überwachung, hör mal. Mia, danke schön für die 22 Monate. Und Lauri, danke schön für deinen Sub. Herzlich willkommen im Universum. I'm very happy about this. Und Julius, mach's gut. Hab einen wunderschönen Tag. Genieß die Zeit und genieß das Wetter. Nee, bei mir hat sich gar nichts geändert durch Twitch und dich. Nee, also wüsste jetzt auch nicht direkt was, Vanessa. Cool wäre auch noch ein kleiner Steg rüber zu den Steinböcken, also eine Art Aussichtspunkt. Auch eine gute Idee, Lea. Noch kurz, bevor ich mich an den Rührer schmeiße. Story von gestern. Ich kam gestern samt vielen Leuten zu spät zum Unterricht, weil es so viel geschneit hatte. Die Busse standen im Stau bzw. sind ausgefallen oder kamen zu spät. War sehr abenteuerlich. Oh, Paula, das glaube ich. Bin dann nochmal einfach zu Hause geblieben. Aber gut, dass du sicher in der Schule angekommen bist und wieder nach Hause gekommen bist. Bin sehr oft hier, aber meistens im Lurk und immer eher so stille Lurkerin. Das ist aber auch total schön, Jade. Also ich freue mich da auch sehr drüber. Und Marvialich, wie geht's dir? Und Riki, dir auch ein wunderschönes Wochenende. Hab mir die Haare von hellblond auf richtig dunkel, fast schwarz gefärbt. Und jetzt denken alle, mein Freund und ich hätten uns getrennt. No way. Oh Mann, ey. Als ob man nur dann seine Haare färben darf. Oh Mann, Peoples. Mein erstes Abo, bin schon so lange still dabei, aber habe immer nur über Instagram geschrieben. Ach, Lauri, ich freue mich so. Vielen, vielen Dank. Also wie gesagt, das bedeutet mir wirklich immer sehr, sehr viel. Und ja, ich hoffe, du fühlst dich wohl. Und Anu, ganz viel Spaß, pass auf dich auf. Und Hals- und Beinbruch, aber halt nicht Hals- und Beinbruch. Und ja, genieß die Zeit. Sumima, ja, wir haben einen Discord-Server. Ausrufezeichen Discord, dann geht's dahin. Bin auch durch deine Videos zu Twitch gekommen. Dachte vorher irgendwie immer, dass es auf Twitch nur Nerds gibt, die Ballerspiele spielen. Mal wieder einen Vorurteil gehabt, welches sich dann doch erledigt hat. Also, auf Twitch gibt's ja wirklich, vor allem mittlerweile, alles, ne? Also, da kannst du ja echt alles finden. Also auch ja so Kochstreams und sowas. Ich finde das einfach so toll. Ich habe das auch so zur Hoch-Lockdown-Corona-Zeit geliebt, dass so viele angefangen haben zu streamen, weil es halt immer jemanden gab, der online war. Jetzt hat sich das wieder halt so ein bisschen, also es wird da so ein bisschen abgeflacht. Aber ja, einfach toll. Ich dachte mir jetzt, dass wir dann hier nochmal so eine Art Stütze machen, dass wir nicht alles hier mit Steinen voll ballern, sondern dass die dann hier so ein bisschen noch auch drunter herlaufen können und dann haben wir halt hier nochmal so ein bisschen Steine. Soll natürlich gucken, dass sie da nicht hochklettern können. Warte mal, ich schreibe jetzt mal da oben Bibergehege hin, weil sonst sind das ja hier wirklich Fake News. Mach das, Carla. Schlaf gut und ruh dich schön aus. Finde es immer super schön, aber bei den Wiederholungen kann man ja nie mitschreiben. Das stimmt. Schön, dass du jetzt hier bist.
Und Pauline, mach's gut. Schön, dass du da warst. Es ist nicht so, als hätte Nina nicht auch schon Warzone gespielt. Aber nicht auf meinem Twitch-Kanal. Auf meinem Twitch-Kanal habe ich kein Warzone gespielt. We were dancing in the dark. Flex, 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 flex. Sally! Flex, flex, flex. Du hast auch schon flex, so viele flex. Punkte. Hier musste jemand mal ganz kurz flexen. Hast du die bei einer Prediction gewonnen oder hast du die durch reine Watchtime? Finde deine Planet Zoo Streams einfach toll. Habe die bis jetzt immer nachgeschaut und bin super freut, mal live dabei zu sein. Mann, das ist so schön, Leute. Das freut mich so riesig. Und Bella Hallechen. Liebe diese Muckeligkeit, das ist schön. Bin so dankbar für diesen Safe Space hier. Ich genieße die Zeit immer sehr. Die Streams haben mir schon so oft durch schwierige Momente und Tage geholfen. Hab dich, Nina, und die Community sehr, sehr lieb. Auch Brienchen. Ist so schön, dass du ein Teil davon bist und dass es dich gibt. Sieht doch schon ganz gut aus. Ich habe früher einmal über deinen Instagram-Link geguckt, dann wollte ich dir unbedingt mal etwas schreiben und so bin ich auf Twitch gekommen. Oh Mann, Anne, Wahnsinn. Musste das mal kurz loswerden, das ist sehr, sehr lieb. Oh Mann. Hatte hier auch schon 100.000 und dann kam mal ein Bus-Stream-Rip-Punkte. Ich will auch unbedingt nochmal Bus fahren. Ich glaube, Becky wollte heute Bus fahren, oder? Hat sie davon schon was geschrieben? We were dancing in the dark. Aber ich will auf jeden Fall auch nochmal Bus fahren, habe ich voll Lust drauf. Aber jetzt gerade macht mir halt Planet Zoo so Spaß, wisst ihr? Das ist Struggle. Jetzt keine mehr, aber hat sich gelohnt, hatte die hart erspart. Ach, Zilli. Clara, guten Morgen. Wir haben mittlerweile so viele Claras hier, ne? Wahnsinn. Schön, dass du da bist. Wir haben auch schon mal Horrorspiele hier gespielt, ja, aber das gibt es immer nur zu besonderen Anlässen. Jetzt gerade habe ich jetzt nicht so was auf dem Schirm. Aber ich sage niemals nie, ne? Wisst ihr, was ich gerade gedacht habe? Ist ja auch ein bisschen belastend, sowas, solche Stämme, in ein Bibergehege zu platzieren, ne? Imagine, die knabbern die einfach, die machen so einen Plot und knabbern hier so überall, das müssen wir noch gestalten hier unten, knabbern hier so überall die Stämme durch und irgendwann bricht einfach so diese Brücke zusammen und die fallen ins Wasser. No risk, no fun, ja. Ich meine, die Besucher sehen ja von unten nicht, auf was für Stelzen die stehen, ne? Brina macht das. Viel Spaß und schöne Entspannung. Selbst verfolgt dich schon seit der ersten Lebensfreude-Staffel. Das ist crazy. Och, Yeti. Voll schön. Und Mietam, herzlich willkommen im Chat, Hallöchen. Die etwas kleineren Pflanzen draußen brauchen dringend Hilfe. Die stehen alle vertikal zum Boden. Der Wind, das himmlische Kind. Was ist los, Paula? Flex. Und Clara, mir geht's. Flex, oh. Flex, flex. Flex, flex, flex. Flex, flex, flex. Noch ein Flex. Hier musste jemand mal ganz kurz flexen. Wow, Laura, thank you for the flex. Mir geht's sehr gut, Clara, ich hoffe dir auch. Bin gestern durch dein Insta das erste Mal hierher gekommen, hab deinen Stream angeschaut und nun bin ich wieder da. Das ist so schön. Freut mich, dass du auch jetzt schon was in den Chat schreibst. So, jetzt müssen wir mal weiter überlegen, wie wir das hier... Also sind wir denn jetzt hiermit... Ja, eigentlich sind wir hiermit zufrieden, so, ne? Das sieht schon gut aus. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen was machen. Oder warte mal, wir nehmen den hier. Und dann drehen wir den nämlich. Luisa, Hallöchen, schön, dass du da bist. Endlich!
Sind jetzt alle Punkte weg, Laura? Ihr seid wirklich bekloppt. And I love it. MeTime, die Musik ist immer von Epidemic Sound. Also das ist jetzt nicht irgendwie auf Spotify oder so. Genau. Aber ganz viel ist von Loving Kaliba. Also Loving, also liebend. Kaliba. Also K-C-A-L-I-B-E-R. Und Cody Francis heißt, glaube ich, der andere Artist. Und Aira, mach's gut. Schön, dass du da warst. Have a wonderful day. And a wonderful weekend. And a wonderful life. Mir geht's ganz okay. Viel besser als die letzten Tage. Schön, dass es dir gut geht. Okay, ja, dann, also bist du krank, hat es dich erwischt. Dann hoffe ich, dass es natürlich schnell besser wird. Und Paula, Hallöchen. Guten Tag. Freue mich schon später auf Feierabend, wenn ich dann nach Hause komme und gemütlich am PC Sims spielen kann. Das hast du dir dann auch verdient. Wünsche dir dann ganz viel Spaß. Hab Loving Kaliba und Cody Francis auch in meiner Playlist und immer wenn ein Lied von denen kommt, denke ich an die Streams und es ist einfach wunderbar. Ja, es ist wirklich schön, ne? Ich muss dann auch, also bei bestimmten Liedern muss ich auch immer daran denken, wie Lukas dann da Bus fährt oder so. Also es ist einfach, man verbindet dann mittlerweile so viel damit. Okay, jetzt machen wir mal kurz das Stück hier, damit wir das auch schön haben. Und warte mal, ich will mal das hier noch ein bisschen. Also stört mich. Wrote you a letter. Das Lied ist auch so schön, finde ich. Ja, mit dem Gewässer müssen wir natürlich auch nochmal gucken. Das wird ein bisschen Pain. Obwohl, da ist ja jetzt eine Glasfassade zwischen. Das heißt, eigentlich müsste das ja jetzt getrennt möglich sein. Weil ich natürlich das Wasser gerne hier weiterführen möchte. Also es soll ja nicht hier enden. Habe jetzt endlich vor ein paar Tagen auch mal bei Luki abonniert. Hast du dein Eis bekommen, Mavi? Ja, das lohnt sich auch einfach sehr. Er macht ja auch mal so viel kreative Sachen. Er steckt da so viel Herzblut rein in alles, was er tut. Und er hat es einfach wirklich sehr verdient, dass man ihn da dann auch finanziell unterstützt. Am 17.02. macht er übrigens auch wieder einen DJ-Stream, wenn ihr dabei sein wollt. Das war beim letzten Mal so geil. Ich bin wirklich gar nicht mehr klargekommen. Also, ja, natürlich, das ist schön, Mavi. Also, da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen am 17.02. Partystream bei Lukas. Bei Lukas lohnt sich jetzt noch mehr, den Stufe 3 Sub da zu sein, lassen. Ja, das stimmt. Er hat einen neuen Alert gemacht für Stufe 3. Und das ist einfach nur toll. Huch. Oh. Welcher war denn das jetzt? Hier nur den kleinen Busch. Ist notiert, sehr gut. Und Isabella, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Drück mir die Daumen, dass ich am 17. nicht beim Tanzauftritt einspringen muss. Wäre so gerne dabei. Ich drück ganz fest die Daumen. Das wäre schön. Also wirklich, das macht auch einfach richtig Spaß. Das wird eine EDM-Party, das heißt auch richtig Partymusik und wir werden richtig abgehen und wirklich, das war beim letzten Mal einfach so cool. Hat so viel Spaß gemacht. Also es lohnt sich wirklich unglaublich, da mit dabei zu sein. Ja, ich weiß, ein bisschen dumm, dass ich jetzt dann die anderen Sachen da verdecke. Ich glaube,
Wir machen da jetzt nochmal, wir gucken nochmal wegen diesen... Wie hießen denn nochmal, waren die bei Bau? Diese Dinger, die wir vorne bei den Mitarbeitergehegen verwendet haben? Ach, apropos, oh nein, jetzt ist Lukas schon weg. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass Princess Pig süß war. Sie hatte nämlich noch einen Code über für ein Pack von Planet Zoo. Und den Code hat sie mir zukommen lassen. Ich kann nur leider nicht selber diese Giveaways machen. Dann machen wir das nächste Woche. Erinnert mich dann aber nochmal bitte dran, ja? Dumm. Ich hab's voll vergessen. Aber ich habe tatsächlich auch noch ein paar Codes, also da können wir dann ein bisschen was verlosen. Ich bekomme am 17. mein erstes Tattoo, freue mich, aber bin schon ein bisschen nervös. Voll cool. Oh. Oh nein. Speichern wir schnell. Aber ich bin noch live, oder? Ja, Stream ist grün. Hä? Starte mal eben das Spiel neu. Ich kann die Szene auch so lassen. Komisch. Weiß ich auch nicht, was das jetzt schon wieder hier ist. Aber macht nichts. Dann wurden wir wenigstens daran erinnert zu speichern. Liegt dein Planet zu, hatte ich eben auch. Oh, aber geht es jetzt trotzdem noch? Oder sind die Server down? Auch das ist jetzt gerade ein bisschen scary. Warum ist jetzt einfach ein Blackscreen? Kurze Frage, bin ich eigentlich der einzige Mensch, der spontan Besuche von anderen Menschen hasst? Ich bin immer, ruft auch wenigstens vorher an. Ja, Nisi, all my thinking. Also es ist wirklich, ich hasse es, wenn jemand einfach vor der Tür, also was heißt ich hasse es? Nee, kann ich nie mit umgehen, finde ich auch ganz doof. Vor allem, ich habe ja dann immer noch irgendwas anderes geplant. Das ist ja nicht so, dass ich auf der Couch sitze und gerade einfach Däumchen drehe. Also bin da voll bei dir. Ich starte jetzt einfach mal neu. Hoffentlich geht's jetzt weiter. Ich möchte nicht aufhören. Ich mache auch immer meine Bäume in den Boden. Ich habe das halt nie gemacht und dann habe ich es halt bei Lukas gesehen. Das sieht ja so geil aus, also weil ich habe immer so gedacht, es gibt viel zu wenig Büsche. Aber die Bäume im Boden... Oh, die Robbe! Die Bäume im Boden sehen halt so gut als Busch aus. Ja, also kann ich euch sehr empfehlen. Wer ist denn so bekloppt wegen dem Alert, Stufe 3 zu abonnieren? Weiß ich auch nicht, wer sowas macht. Ich glaube nur Leute, die am 3.2. Geburtstag haben. Okay. Sieht gut aus. Hier oben ist es grün. Mal schauen. Selbst wenn ich auf der Couch sitze und Däumchen drehe, hätte ich da keinen Bock drauf. Ja, weil man ja damit beschäftigt ist, auf der Couch zu sitzen und Däumchen zu drehen. Wenigstens kurz vorher anrufen, dass ich noch aufräumen kann, wäre gut. Ja, same. Ich habe halt auch immer so, ne, so ein paar Sachen, so Geschirr, so ein bisschen auf dem Schreibtisch oder so noch rumstehen. Und das würde ich halt dann gerne noch ganz kurz wenigstens wegräumen. Oder nachdem man gekocht hat, dass man nicht direkt aufgeräumt hat oder so. Dass man das wenigstens noch so kurz... Muss kurz was schreiben. Es geht. Okay, ja, keine Ahnung, warum das jetzt gerade einmal abgeschmiert ist. Aber ist ja nicht schlimm. Die hat gerade geguckt wie mein Hund. Ich finde, Robben haben manchmal auch so Blicke wie Hunde. Tatsächlich. Ich finde das voll krass, wie leer das dann ohne die Barrieren aussieht, ne? Also, es wird auf jeden Fall nochmal voll cool, wenn wir dann das alles fertig haben. Ich weiß, also heute weiß ich nicht, ob wir noch...
die Tiere platzieren, weil wir haben ja in dem Gehege noch gar nichts gemacht. Wir sind ja gerade noch dabei, hier die Landschaftsgestaltung so ein bisschen zu machen. Nee, ich will den... Den. Hallo, bitte. Nein. Nein. Ja. Danke. Ich mache nur spontane Besuche, wenn die Person krank ist. Bringe meinen Freunden dann meistens etwas zu essen oder Süßes vorbei. Voll süß. Aber das ist ja dann auch so, dass du nicht erwartest, jetzt dann reinzukommen und da dann eine halbe Stunde mit denen zu sitzen oder sowas, sondern da geht es dir ja dann auch nur um die Geste, denen halt was zu essen so zu bringen. Und das ist ja dann nochmal, also das ist ja dann voll süß, also das ist ja nochmal was ganz anderes, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier das Gestrüpp drunter machen will oder die Erde, weil die Erde finde ich auch cool. Was findet ihr besser? Also es gibt das gleiche ja auch noch einfach so mit Erde. Michelle, Hallöchen, schön, dass du da bist. Genau, auf Steam kann man das kaufen. Seehunde sind doch auch Robben. Da macht das ja schon fast Sinn mit dem Hundeblick. True, Lara, true. Something different about us. Meine beste Freundin hat meinen Wohnungsschlüssel und kommt, wann sie will. Manchmal räumt sie einfach mit auf. Ach, wie krass. Okay, ihr schreibt alle Erde. Dann gucken wir uns mal die Erde an. Ich glaube, die ist hier... Bin jetzt fertig. Sehr gut, Paula. Ah, ich habe Drehung noch an. Das war natürlich nicht so schlau. Warte mal, jetzt will ich aber dann die wahrscheinlich... Mann! Also wenn man in Planet Zoo die Hotkeys mal so grob drauf hat, dann ist das Leben schon sehr viel einfacher. So. Und da machen wir den Busch da jetzt wieder drauf. Zack! Carina, willkommen zurück. Ich soll dir ganz liebe Grüße von meinem Sohn ausrichten. Du bist ganz toll, er schaut auch sehr oft mit. Och, wie süß. Liebe Grüße zurück an deinen Sohn. Das ist so schön. Ich finde das wirklich immer so süß, wenn so ein Elterngespann mitschaut. Richtig sweet. Ragt die Erde nicht in das Bärengehege? Nee, da sind die... Ah doch, hier ein bisschen. Machen wir gleich noch so einen Busch vor. Obwohl, guck mal, wir können das sogar noch ein Stück nach vorne ziehen. Das ist der, ne? Dann ist das auch wirklich da richtig am Dings. Perfekt! So, aber das hier müssen wir gleich auch noch machen. Hier ist dann auch einfach so ein bisschen Fahren noch. Ich glaube, hier mache ich gleich noch einen Stein hin. Trudon, Hallöchen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Jetzt ist er ganz aufgeregt. Ach, Mann, süß. Ach, das ist so toll. Und Ninos Maximus, Hallöchen, wie geht's? Ich glaube, dann nehmen wir da jetzt einfach noch die lange Stange.
So. Blumen wären auch schön. Ja, aber ich weiß nicht so, ob das da so super krass reinpasst. Hm, weil das ja eher so ein Wald ist. Weißt du? So, und hier habe ich auf jeden Fall auch noch. Machen wir einfach mal so. Vielleicht noch so was Kleines. Und dann machen wir hier aber auch noch die Erde hin. Glaube ich. Oder? Es hört sich wirklich so an, wie wenn die Zwergflusspferde kacken. Oder? Ich glaube, hier machen wir auch noch einen großen Stein hin. Freue mich schon auf meinen Feierabend, wenn ich dann selbst spielen kann. Schöner Einklang ins Wochenende. Was baust du gerade? Oder fängst du neu an? Ach, den hier haben wir auch noch, diesen Busch, ne? Den können wir natürlich auf der anderen Seite auch nochmal platzieren. Fahr zu meiner Mutter in die Stadt, mach das. Wie schön. Kat, hallo! Schön, dass du da bist. Wir versuchen seit 2 Stunden die Minimaus dazu zu bringen, zu schlafen. Sie ist rotzmüde, aber kriegt die Kurve nicht. Erst hat mein Mann es 1 Stunde lang versucht, dann ich 1 Stunde. Jetzt hat er mich gerade wieder abgelöst. An solchen Tagen habe ich immer noch mal mehr Respekt vor alleinerziehenden Eltern als eh schon. Ich bin so froh, einen Partner zu haben, der Eltern sein genauso wie ich als gemeinsame 50-50-Aufgabe für beide versteht. Voll, ja. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Aber ich wünsche euch, dass es dann gleich endlich klappt und dass die kleine Maus dann gleich schläft. Mann, Mann, Mann. Und Stella, heute kommt ein neues Video. Was? Ich habe ja gestern die Reaction dann als Bonusvideo hochgeladen. Weil gestern ja eigentlich die Create a Sim Challenge gekommen wäre. Und die habe ich dann einfach kurzerhand um 10 vor 6 für morgen eingestellt, also für heute. Und hab dann die Reaction stattdessen als Video online gestellt. Durch deine letzten Streams muss ich von vorne anfangen. Ach Mann. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Hast du schon eine Idee, was du als erstes Tier platzieren möchtest? Und Luffy, Hallöchen, schön, dass du da bist. Und Eliana, Hallöchen. Mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch. Mache mich jetzt fertig und fahre dann zu meinem Freund übers Wochenende. Wird aber eher unspektakulär, weil er gestern einen kleinen Eingriff an der Hand hatte und nichts machen kann. Hat schon geschrieben, er braucht viel Pflege. Aber ist doch auch voll schön, Laura. Ich finde, das sind mit die schönsten Wochenende. Können wir ein bisschen spazieren gehen, ganz viel muckeln, Serien schauen. Mach das. Genieß die Zeit und hab ein wunderbares Wochenende. Oh nee, das ist der gleiche Stein. Hey, aber das nimmt schon richtig Form an hier. Also ich finde auch, das mit dem Zugang zu den Mitarbeitergehegen finde ich richtig gut. I like it, Picasso. Ich liebe deine Musik, die ist einfach so schön. Gibt es da eine Spotify-Playlist, der ich folgen kann? Nee, leider nicht. Das ist alles immer über Epidemic Sound. Aber die meisten sind von Loving Kaliber und Cody Francis.
Vielleicht machen wir da mal einen Command zu. Danke, Laura. Und Nele, Hallöchen. Es läuft sehr, sehr gut. Wir haben hier die Treppe verkleidet. Boah, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie das vorher aussah. Das ist echt cool. Das ist sehr schön organisch eingearbeitet. Ja, wir sind jetzt gerade so ein bisschen am Landscaping machen. Schön, dass du da bist. Da wohnen die Mitarbeiter in der Mitarbeitergegend. Ja. Und Sonnenblume, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich habe in meinem Zoo Pinguine, die sind so süß. Ja, also Pinguine müssen wir irgendwann auch nochmal einziehen lassen, weil da haben wir ja nur mal einmal versucht, diesen Strand zu machen, diesen Pinguin Beach. Das sah ja mehr gewollt als gekonnt aus. Nee, gekonnt, nee, ja, also ihr wisst, was ich meine. Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal irgendwann ran. So. Das Hammer. Also hier fehlt mir irgendwie noch ein bisschen was. Ich glaube, da brauchen wir auch noch ein bisschen Farn. Bewundere deine Geduld für dieses Gestalten. Ja, ich muss auch sagen, das hatte ich auch nicht immer so. Also bei dem Regenbogenzoo hat mir das auch noch gar nicht so viel Spaß gemacht. Aber ich finde irgendwie, dann macht der ganze Zoo viel mehr Spaß, wenn man halt zufrieden ist, so. Wisst ihr, wenn man dann die Tiere auch so beobachtet, wie die dann so über die Höhen laufen und so weiter. Und ich finde es halt einfach super entspannt, ne? Also mich entspannt das einfach so krass, diese ganzen Sachen da so zu platzieren. Es ist einfach schön. Kann man den Mitarbeiterweg auch einfärben? Also da gibt es halt 4 verschiedene Farben. Wir haben uns jetzt halt immer für den hier entschieden, aber wir könnten theoretisch auch hier noch einen roten Weg hinmachen, wenn ihr das schöner findet. Was findet ihr besser? Wir können auch den roten nehmen. Oder halt grau. Jenny und Kilim, die Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Und Bu, Hallöchen. Wie gerade Sims 3. Mein Mann ist Hexer und seine Frau ein Vampir. Die gemeinsame Tochter ein Werwolf. Was ist da schiefgelaufen? Hm? Wohnen deine Mods da auch drin in der Mitarbeitergegend? Exakt. Und Michelle, vielen Dank. Mich entspannt es, dir zuzuhören. Muss jetzt noch eine halbe Stunde produktiv sein und das hilft gerade sehr. Das ist schön, Kat. Das freut mich sehr. Grau fügt sich besser ein. Okay, dann nehmen wir Grau. Aber vorher hatten wir das Blaue, ne? Ja. Ich finde das Grau eigentlich auch schöner. Ja, die Treppe kann ruhig in dem anderen sein. Also das ist halt immer das, also, oh, das ist halt auch das Größte, was ich euch empfehlen kann. Also natürlich kann man die Mitarbeitergebäude auch schön gestalten und so. Aber die Besucher sind ja immer, also die fühlen sich ja immer gestört davon. Und ich empfehle euch, die Sachen dann einfach immer unterirdisch zu bauen. Weil unterirdisch müsst ihr euch dann null drum kümmern, wie das aussieht. Ups. Also es kann dann einfach so aussehen und ihr platziert hier einfach diese Gebäude. Und die haben dann von überall Zugriff dazu. Ich habe das hier, ups, eigentlich als Tunnelsystem verbunden. Ich habe mich schon gewundert, warum die beim letzten Mal so doof außen rum gelaufen sind. Guck mal, hier kommt auch das Wasser durch. Toll. Und dann haben die hier komplett Zugriff drauf. Und ja, man muss sich da irgendwie nicht drum kümmern und es sieht alles schön aus, ohne dass man diese Gebäude überall hat. Also es ist wirklich mein Tipp. Andere meditieren, um sich zu entspannen, Nina spielt Planet Zoo. Es ist wirklich, ich finde das wirklich therapeutisch, ganz ehrlich. Machen wir hier ein bisschen Gestrüpp drauf. Natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir das jetzt nicht bei den Bären mit ins Gehege reinmachen, weil ich nicht weiß, ob die das mögen. Da kommt es ein bisschen raus. Ach, die mögen das schon. Mmh.
Ninas Musik ist von Epidemic Sounds, nicht kostenfrei, aber meistens die Interpreten laufen Kaliber oder Cody Francis. Schaut da gerne mal nach. Josi, perfekt. Ich danke dir. Vielen Dank. Einmal Profimusik. Einmal die Josi loben. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon ein Command für haben, weil die Josi noch so frisch im Team ist. Hammer nicht. Müssen wir auch noch schnell machen dann. Aber wir loben die Josi natürlich trotzdem. Der Busch heißt nicht wirklich gezähmt, das steht halt doch. Genauso fühle ich das auch. Planet Zoo ist praktisch mein Chish-Zen-Garten mit Rechen. Es ist wirklich so. Also, weil man kann ja hier auch alles bauen. Man muss ja nicht Gehege bauen oder sowas. Und es ist einfach droh. Finde die Baumwurzeln toll, die da in der Luft baumeln. Ja, also da unten sieht es einfach immer richtig schön aus. Da gebe ich mir auch immer richtig viel Mühe. Jetzt hatte ich das hier aber trotzdem nicht gemacht, ne? Wo mir hier was gefehlt hat, habe ich nie gesehen gemacht. Ich bin aber auch maximal lost. Vielleicht. Gastgartenbeheizung. Wild. Ich wollte hier eigentlich so ein Schild oder so machen. Aber wir können ja wirklich vielleicht für unsere... Achso. Ach, da kann ich eine Bank hin platzieren. Ja. Wenn unsere Mitarbeiter dann mal... eine kleine Pause machen wollen. Ne? Können die sich mal kurz da hinsetzen. Ey, aber wir haben wirklich noch gar nicht so Bänke und sowas, ne? Wir müssen mal... Ich glaube, wir haben ja auch noch nicht mal irgendwas zu trinken und so für die gebaut. Das müssen wir auch mal angehen. Aber es macht halt so viel Spaß, die Gehege zu bauen. Ist alles zu uneben hier, ne? Hier habe ich den Weg relativ rau gebaut. Aber ist ja nicht so schlimm. Dann bauen wir vielleicht da noch eine Bank hin, dann können die sich da in den Nebel reinsetzen. Und vielleicht hier so. Ist doch auch süß. Kann man die einfärben? Leider nicht. Müssen mal noch mehr Designs erforschen, weil wir noch nicht so viel davon haben. Bin hier das erste Mal seit 3 Jahren. Oh mein Gott, ich kann mich noch erinnern, wo du mich während 2020 so gerettet hast. Oh Mann, schön, dass du da bist. Ist das das Planet Zoo, was 2019 rausgekommen ist? Yes. Exakt. Das ist das Planet Zoo. Okay. Puh, jetzt ist halt die Frage. Also hier habe ich die Barriere ja ganz gut eingebunden. Können wir dann ja einfach so hier hinten reinmachen, dass die dann... Hallo, ich möchte bitte... Achso, das ist gar keine einzelne. Huch. Wo sind denn hier die Dings? Warte mal, kann ich das löschen? Nee, die wollte ich eigentlich nicht löschen. Ich wollte die hier löschen. So, und dann nehme ich von hier eine abgehend. Muss auch nicht so lang sein. Lisa, Hallöchen, wie geht's dir? Spielst du eigentlich auch Planet Coaster? Habe ich schon mal gespielt. Macht mir jetzt nicht so viel Spaß wie Planet Zoo. Aber ist auf jeden Fall auch ein super cooles Spiel. Haben wir auch schon mal im Stream gespielt. Können wir bestimmt, also spielen wir bestimmt auch irgendwann nochmal. So. Machen wir das einfach weg. So, dann haben wir da nämlich die Barriere natürlich... Fast natürlich. Ups. Nein. Och. Eingebunden. Ziehen die dann in den Stein rein, damit die dann das nicht überwinden können. Ich weiß halt nicht, wie gut Biber klettern können. Das müssen wir dann natürlich schauen. Huch. Lass uns das mal so.
Warum verbindest du da? Danke. Voll rumgetrödelt. Jetzt muss ich mich echt beeilen mit fertig machen. Ich kenne das. Streamst du eigentlich jeden Tag? Nee. Also am Wochenende streame ich eigentlich nie. Im Moment streame ich wieder sehr viel unter der Woche. Aber ich gucke halt jede Woche, wie es passt. Ich veröffentliche halt immer auf Instagram und auf Discord meinen Streamplan. Da seht ihr dann immer den. Das seht ihr auch im Stream-Highlight, auch im Dings Instagram-Highlight. Also ich habe das immer eingespeichert. Das ist der Wochenplan für YouTube und für Twitch. Das seht ihr da immer. Gut, hoffe dir auch. Hab gerade Mittagspause in der Kita. Das ist schön. Schön, dass du die mit uns verbringst. Und mir geht's auch gut, ja. Grafik ist ja wunderschön, ja, wirklich. Aber ich habe es allerdings auch auf Ultra, also auf den höchsten Einstellungen, deswegen... Hier ist dann nochmal extra schön aus. Und Michelle, mach's gut. Schön, dass du da warst. Hab einen wunderschönen Tag und ein schönes Wochenende. Und Lulu, ich promote diese Seiten nicht so gern. Also ist okay, dass du das jetzt geschrieben hast, aber ich bin nicht so ein Fan von Instant Gaming und Co. Ich finde das immer besser, die Sachen. Also ich verstehe das, ne? Wenn man Geld sparen will, ist das auf jeden Fall eine super gute Sache. Aber ich möchte das einfach aktiv nicht promoten, weil... das für mich nicht ganz koscher ist in meinen Augen. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Aber deswegen möchte ich das jetzt nicht aktiv hier so bewerben, you know? Okay. Jetzt frage ich mich halt. Alles gut, Lulu. Du hast es ja auch nur gut gemeint. Ist ja auch absolut in Ordnung. Jetzt frage ich mich, welcher Zaun hier dann am besten geeignet ist. Also wir könnten hier natürlich auch noch ein bisschen Steinbarrikade quasi machen, weil die Alpensteinböcke, die wollen ja auch... Ups. Die wollen ja auch überhaupt kein Land. Ne? Die wollen ja am liebsten nur Steine. Deswegen können wir denen natürlich hier auch einfach eine Steinbarrikade hinbauen. Oder wir nehmen halt Glas. Also wir können halt hier auch überall Glas reinmachen. Mrs. Damo macht das. Gute Besserung. Und Zoe, Hallöchen. Findest du toll, dass du unter der Woche auch mal öfters vormittags oder morgens schon streamst, obwohl da ja viele noch in der Schule sind oder arbeiten. Wenn ich meine Uni-Sachen mache, ist das immer die perfekte Beschäftigung nebenbei. Das freut mich riesig, weil also natürlich weiß ich, dass abends mehr Leute zuschauen. Also wenn es mir jetzt nur rein um die Zuschauerzahlen und so gehen würde... dann macht es natürlich mehr Sinn, abends zu streamen. Und natürlich weiß ich auch, dass da mehr Leute also Zeit haben und so, also dass dafür mehr Leute passt. Aber erstens passt es halt so viel besser für mich, weil ich dann halt besser meinen Workflow anpassen kann. Und zweitens habe ich immer das Gefühl, dass abends sowieso schon so viele Leute streamen, dass man sich sowieso schon nicht entscheiden kann, wem man zuguckt. Also geht mir selber auch so. Und dann, ja, denke ich mir so, ja, da muss ich ja nicht da auch noch mitmischen. Und vor allem... habe ich halt auch gerne die Abende dann für mich, dass ich halt wirklich auch Feierabend machen kann. Und ich bin ja dienstags auch immer bei, also montags streame ich ja meistens jetzt immer abends und mittwochs auch abends und dienstags bin ich noch bei Lukas mit bei ARK dabei. Das heißt, ich streame ja sozusagen auch und deswegen ja, ist es mir dann immer wichtig, dass ich dann an den anderen Tagen auch meine Morning-Streams habe. Donnerstags haben wir jetzt ja immer um 15 Uhr gestreamt, was ich auch super cool finde. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Also, ja, ist alles schön, gerade so, wie es ist. Ich will die jetzt ein bisschen kleiner machen, weil wenn wir da nämlich eine Glasfassade hinmachen, dann sieht das immer so hässlich aus, wenn da so viele Unterbrechungen sind. So, dann gucken wir jetzt einfach mal. Und warte mal, ich mache erstmal hier oben Glas hin. Hallo? Geht das da wieder nicht? Aha.
Okay, also das wäre Glas. Sieht natürlich jetzt noch ein bisschen unbeholfen aus. Der Vorteil daran ist natürlich, dass man hier einfach halt durchschauen kann. Wir könnten aber auch, also die müssen ja, glaube ich, nicht so, warte mal. Die hatten welche Höhe? 1,5 und ich glaube, wie ist denn die andere? Hier. Die hatten auch nur 1,25. Das heißt, wir könnten die sogar von der Höhe noch niedriger machen. Oder wir machen halt hier Maschendrahtzaun hin. Maschendrahtzaun in the morning. Das sieht dann ein bisschen aus wie so ein Zaun. Ich glaube, das würde wahrscheinlich am organischsten aussehen, oder? Genau, teils machen wir auf jeden Fall. Also wir machen hier unten dann, denke ich, noch die Steine hin und wir verkleiden das ja auch noch so ein bisschen. Also wir haben ja hier unten zum Beispiel... Das hier ist ja eigentlich auch der Gabionenzaun, also dieser komische Steinzaun hier. Und da haben wir halt einfach die Holzverkleidung drum gemacht, sodass es halt schön aussieht. In erster Linie geht es mir jetzt hier erstmal darum, dass die das halt gut sehen können. Du bist das, alles Infinity, genau. Dich wollte ich sprechen. Hallo, guten Tag. Grüß dich, Rega. Und Leben, Mama, mach's gut. Schön, dass du da warst. Ach so, du bist wieder da. Bin ich gut. Bin ich doof, wollte ich sagen. Nee, wir haben fleißig hier weiter getüftelt. Morgens zuschauen gefährlich. Mein Unizeug wird dann sehr vernachlässigt. Das tut mir natürlich leid. Das will ich natürlich nicht. Das wird jetzt das Bibergehege, oder? Also das hier, der Teil soll das Bibergehege sein. Also das. Und das hier soll das Alpensteinbockgehege sein. Was das hier unten wird, wissen wir noch nicht. Das haben wir erstmal als Platzhalter gemacht. Aber ich glaube, wir machen tatsächlich den... Warte mal, wie sieht denn der Stahldraht aus? Nee. Das mag ich ja gar nicht. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal den Maschendrahtzaun. Warte mal, die haben beide Grad 2, ne? Grad 2. Grad 2, okay. Das heißt, wir können den Maschendrahtzaun in the morning nehmen. Und da können die auf jeden Fall, also können die Besucher auf jeden Fall auch durchschauen. Wie weit können wir das ziehen? Ja, also das würde ich dann halt einfach noch ein bisschen mehr verkleiden. Im Maschendrahtzaun in the morning sieht doch super aus. Maxi Fest Infinity Love, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Lari, mach's gut. Hab ein wunderschönes Wochenende. Danke für die ganzen Follows. Also es sind ganz schön viele Follows in der letzten halben Stunde reingekommen. Also vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Okay. Also ich bin mir halt, wie gesagt, noch überhaupt gar nicht sicher, was wir mit dem Alpensteinbockgehege machen. Also da muss ich echt nochmal brainstormen. Aber deswegen konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf das Bibergehege und dann schauen wir weiter. Schauen wir mal, was wird, ne? Wie machst du die Umrandung ohne Umrandung? Also, dass das Gehege schon eingezäunt ist ohne Zaun. Das ist diese, warte, ich platziere das kurz. Diese Barriere hier. Wie lange streamst du heute? Das weiß ich noch nicht. Ein bisschen machen wir noch. Vielleicht so bis 2. Ich muss gleich noch ein bisschen aufräumen. Ja. Leben Biber nicht immer in Flüssen, könnte man nicht etwas mehr Strömung bzw. einen Bach und einen Wasserfall oder sowas machen. Wir werden hier auf jeden Fall das noch ein bisschen verändern.
Ich habe ja eben schon ein bisschen gesagt, was ich mit so Baumstämmen gedacht hatte. Also erst hatten wir geplant, dass das Wasser von hier oben kommt, aber das weiß ich noch nicht, ob ich es mache. Auf jeden Fall habe ich gedacht, dass... Ach, wir könnten das auch... Oh nee, das würde ja auch keinen Sinn machen. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, dass wir so Baumstämme so übereinander machen und da kommt dann noch so Wasser raus. Vielleicht machen wir das aber auch hier rechts und links an die Brücke dran, dass das Wasser da so rauskommt. Ich weiß es noch nicht. I don't know yet. Hatte eine Frage an dich, auch wenn es off-topic ist, aber welches ist dein Lieblings-Sims-Spiel? In welcher Reihenfolge würdest du die Spiele bewerten? Meinst du die Generationen oder die Packs? Kara, hallöchen, schön, dass du da bist. Und schöne Bella, hallöchen. Du hast einen Döner geholt, dann lass es dir schmecken. Und gesehen, dass du immer noch streamst, besser kann der Tag nicht sein. Das ist so süß. Freut mich sehr. Genau, wir freuen uns. Ich glaube, die Biber fressen sich durch die Brücke, die ist ja aus Holz. Ja, haben wir eben auch schon philosophiert, aber ich glaube, das ist in-game nicht so. Also wir sehen es dann einfach, ne? Kann ich beruhigen, ich habe sowohl Biber als auch Alpensteinböcke im Zoo und die sind beide sehr dankbar und unkompliziert. Das ist super, Mia. Vielen Dank für die Information, das ist wirklich gut. Also die sind auch nicht so scheu, oder? Also die sind nicht so gestresst davon, wenn die Besucher dann hier durchgehen. Oh, Buh, gut, dass es dir jetzt besser geht. Hannibal, mach's gut. Ich meine Sims 2 bis 4. Schwierig zu sagen. Ich habe vorletzte Woche noch ein Interview gehabt. Da sollte ich das auch sagen, was mein Lieblingsteil ist. Ich finde das sehr schwer. Also auf der 1. Ja, weiß auch nicht. Ich meine, jetzt habe ich mittlerweile am meisten Sims 4 gespielt. Jetzt liebe ich Sims 4. Aber ich liebe halt auch Sims 3 und ich liebe auch Sims 2. Also ich glaube, man kann das so gar nicht sagen, weil jede Generation halt so seinen Vorteil hatte quasi. Schwierige Frage. Kann ich dir leider nicht so beantworten. Hast du den Berg selbst gebaut oder gibt es Maps, die schon Terraforming haben? Genau, das gibt es jetzt seit ein paar Monaten, würde ich sagen. Vielleicht auch schon ein Jahr. dass man das voreinstellen kann, dass schon ein bisschen Terraforming da ist. Also, wenn wir jetzt ganz rauszoomen, siehst du auch, dass hier hinten schon noch andere Sachen sind. Oh mein Gott, das ist einfach so krass, wenn man überlegt, wie viel man noch bauen kann. Und wir haben hier schon so viel Zeit reingesteckt. Genau, aber das geht jetzt vom Spiel aus. Die mögen Besucher gerne, bei meinen Bibern kann man durch das... Oh mein Gott, wie cool! Das habe ich noch aus Spaß gesagt beim letzten Mal. Da kann man durch das Gehege laufen, das ist ja lustig. Das natürlich jetzt hier noch ein bisschen schöner machen, ne, damit das hier nicht so hinplatziert aussieht. Das ist halt beim Steine platzieren jetzt auch super geil. Also ist ja neu, also relativ neu, dass man zufällige Drehungen anmachen kann. Und dadurch muss man die Steine dann nicht mehr selber drehen und die sehen halt bei jeder Platzierung anders aus. Also ich drehe sie ja trotzdem immer noch hin und her, aber theoretisch müsste man sie nicht selber drehen. And this is... And I think this is awesome. Die kleine Maus ist wieder wach, bin nun raus. Viel Spaß noch. Lea, mach's gut, hab ein schönes Wochenende. Mein Punkt ist, dass ich Sims 2 am meisten mag, aber es läuft nicht mehr richtig, beziehungsweise war es schon immer etwas schwierig, was Bugs anging, aber ich wüsste eigentlich nicht, was Sims 4 besser macht als Sims 2. Du als Sims-Expertin könntest mir da mit deiner Meinung helfen. Nee, kann ich tatsächlich nicht so. Also, ich erinnere mich dafür auch tatsächlich zu schlecht an Sims 2.
Das ist halt wirklich schon Ewigkeiten her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Also ich habe es sehr geliebt, das weiß ich. Aber es ist halt wirklich schon richtig lange her. Also ich liebe Sims 4 auf jeden Fall jetzt so, wie es ist, auch wenn wir ja noch viele Bugs haben und so weiter. Aber mittlerweile mit den ganzen Packs, die es gibt und so, ist es einfach ein sehr schönes Spiel. Vielleicht muss ich doch mal wieder in Planet Zoo rein. Hab schon einen Zoo, der mich viel Zeit und Nerven gekostet hat, aber nach so langer Zeit nicht spielen, verliert man den Spaß an dem Zoo. Ja, geht mir auch immer so. Will neu anfangen, aber das will ich auch irgendwie nicht. Also ich verstehe das voll. Also da macht die Josi sich ja auch immer ganz wunderbar lustig drüber. Dass ich so gerne meine Sachen dann verwerfe. Aber das ist für mich auch immer so schwierig, wenn ich lange an etwas nicht gebaut habe und dann da wieder so reinkommen muss. Das ist immer kritisch. Was bist du denn hier? Also keine Ahnung, was er war. Oh, Kat, mach's gut. Schön, dass du da warst. Hab ein schönes Wochenende. Man kann eine Art Streichelzoo, also die können nicht gestreichelt werden, aber es gibt viele Tiere, wo man da durchlaufen kann. Nee. Ich mach mich nicht lustig, ich trauere den anderen Zoos hinterher. Ja, ich weiß doch. Ich weiß doch, dass du meine Arbeit halt einfach nur in Ehren halten willst. Und ich selber sie dann immer verwerfe. Aber es ist halt einfach so schwierig, wisst ihr? Und Lilly, hallöchen, schön, dass du da bist. Findest du immer so toll, dass du die meisten Kommentare vorliest und mit einbringst, dich so oft bedankst. Das zeigt deinen tollen Charakter und ich bin mir sicher, dass... Ich glaube, da hast du zu früh abgeschickt, aber ich danke dir auf jeden Fall... Vielen Dank für die lieben Worte. Ich gebe mein Bestes. Ja, aber Gehege aus dem Workshop finde ich auch voll cool. René, danke noch für... Wo kommst denn du her? Dankeschön für die 29 Monate auf Stufe 3. Du Verrückter. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Die Sachen aus dem Workshop sind ja auch voll cool. Oh Gott. Leila, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Nina liebt einfach den Neustart-Struggle, wie bei Sims auch. Ja, also jetzt liebe ich natürlich, hier weiterzubauen. Und ich finde es richtig toll, dass wir diesen Zoo haben und so. Aber wenn ich jetzt halt so 3 Monate in diesem Zoo nicht gebaut hätte, dann wäre es halt auch erstmal wieder so... Okay, what do we know, do now? Ja, deswegen... Freue ich mich, dass wir gerade hier so im Planet Zoo-Fieber sind. Okay, das haben wir da jetzt schon mal gut gemacht. Hey, das haben wir wirklich cool eingebunden, ne? Hättet ihr das gedacht, dass ich das so gut hinkriege? Vorgestern, als ich das hier fabriziert habe, da habt ihr noch alle gedacht, oh Herr. Und da habe ich ja zum Glück den Stream ausgemacht, weil wir uns alle so gedacht haben, ob das was wird. Und jetzt ist es wirklich gut geworden. Aber ich bin richtig happy hier mit der Treppe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so schön einbinden kann. Okay, dann haben wir natürlich noch die andere Seite. Das ist halt jetzt ein bisschen schwierig, weil wir hier noch gar nichts gemacht haben. Dadurch ist das ein bisschen schwer für mich, da jetzt zu sagen, okay, was machen wir hier für eine Barrikade? Aber eigentlich finde ich halt das mit den Bäumen schöner. Ich meine, wir könnten halt auch so eine Barrikade aus den Holzstämmen machen, aber ich weiß halt nicht, ob die das aushalten. Also hier die Zäune darf man nicht nehmen, also die greifen die tatsächlich an, aber ich glaube, Tim meinte, dass die anderen egal sind. Leila, gute Besserung wünsche ich dir. Und Pia, hallo, na, wie geht's? Danke, Nessie. Und Sina, hallöchen. Der Muckel Zoo macht seinem Namen alle Ehre. Er ist wirklich muckelig, ne? Also das ist halt auch der erste Zoo, wo ich so das Gefühl habe, alles passt so zusammen. Also es sieht halt nicht so aus, da ist ein Gehege. Also man kann ja hier überhaupt nicht absehen, wo ein Gehege anfängt und wo es endet. Und das war halt mein Ziel, das finde ich richtig toll. Esse jetzt erstmal nebenbei, lass dich schmecken, Pia. Okay, so, back to this. Ich springe die ganze Zeit hin und her, ne?
Das ist natürlich sehr steil, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob wir da unseren Maschendraht... Ah, doch, können wir unseren Maschendrahtzaun platzieren. Ich mache den jetzt erstmal hin, damit wir einen Zaun haben. Aber this is not what I want. Also ich glaube, wir machen hier auf jeden Fall mal noch ein bisschen Stein ein. Ich glaube, wir machen das hier, wir verkleiden die ganze Wand hier mit Steinen. Also wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie ich das... Also wir hatten ja halt ursprünglich überlegt, ob wir das Gewässer halt hier aus dem Berg laufen lassen. Dass hier irgendwie so ein Wasserfall ist und das, das Wasser dann halt von hier quasi hier runterfließt. Wäre halt auch ultra sexy. Text 2 habe ich noch nicht gespielt, aber ich habe mit Lukas schon mal drüber gesprochen, ob wir das mal spielen wollen. Aber er will das erstmal so angucken, ob ihm das gefallen würde, weil er weiß nicht, ob ihm das gefällt. Nisi, mach's gut. Hab einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Schön, dass du da warst. Wäre mega mit dem Wasserfall. Wäre schon schick mit einer Bergwelle, ja, ne? Also, wir haben ja auch diese vorgefertigten Wasserfälle hier. Da habe ich ja noch nie mit gearbeitet. Kein Mensch weiß, warum das so spawnt. Damit haben wir ja noch nie gearbeitet. Die könnten wir halt theoretisch auch nehmen und die halt dann irgendwie hier in den Berg einbauen. Ich platziere das jetzt einfach... Ups. Ich platziere das jetzt mal... nur mal zu sehen, wie die so... funktionieren. Vielleicht finde ich die anderen auch schöner. Ich will mal kurz Play drücken. Könnte halt schon cool sein, wenn wir dann hier das alles mit Holz verkleiden. Kurz das Wasser rausnehmen. Machen wir da einfach nur einen Stein hin. Sieht auch toll aus, ne? Und dann könnten wir nämlich halt hier oben einen anderen Wasserfall noch bauen und hier die Quelle, also die andere Quelle machen und dann müssten wir uns da halt nicht so einen Stress machen wegen des Wassers. Also ich glaube, das könnte echt cool sein. Also die Barriere werden wir dann natürlich wegmachen. Warte mal, wir machen die auch mal eben. So. Dann können wir nämlich das hier auch mal zur Seite schieben. Und dann könnten wir auch noch... Warte, was ist das? Ach so, und es gibt auch noch so einen kleinen. Ah, verstehe. Und wenn wir das halt alles mit Steinen und so verkleiden, dann sieht man das halt hinterher nicht mehr. Dass das halt quasi sowas vorgefertigt ist. Wenn wir hier halt einfach irgendwie so Baumstämme drauflegen und so. Gibt es die im Basisspiel? Ich glaube, die sind mit dem Aquatic Pack gekommen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dafür bräuchten wir jetzt den Tim. Der weiß sowas immer. Aber ja. Ich glaube, das ist Aquatic. Aber der Arktis oder so? Ich weiß es nicht mehr.
Ich finde dein Gehege echt schön. Dankeschön und herzlich willkommen im Stream. Ja, wir spielen in der, im gemäßigten Bereich, genau. So. Dann machen wir jetzt hier auch nochmal ein bisschen weg. So. Ja, und das hier oben soll dann ja sowieso... Okay, da müssen wir jetzt natürlich mal gucken. Hm. Weil wir das dann ja jetzt hier als... Also hier dann ja auch noch Wasser hinmachen wollen. Puh, 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 puh. Da haben wir uns wieder was vorgenommen. Kannst auch einen riesigen Wasserfall vom großen Berg aus machen. Das ist der Plan. Aber ich weiß noch nicht, ob wir das hinkriegen. Nina, willkommen zurück. Und Sina, viel Erfolg noch beim Lernen. Hab ein schönes Wochenende. Also meine Idee wäre jetzt halt einfach, dass wir jetzt nicht so einen super riesen Wasserfall machen, aber dass wir halt hier auch noch einen Wasserfall haben, der dann in diese... Ja, gucken wir jetzt einfach mal. Ich weiß halt nicht, ob das hier als Barrikade gilt, dass wir... Barriere. Ich sag mal Barrikade. Dass wir quasi das Wasser bis dahin füllen können. Das müssen wir gleich mal gucken. So. Okay, warte mal. Das jetzt mal einfach. So. Okay, doch, hier zählt es auf jeden Fall. Okay, wo ist dann das Problem? Muss es ja das hier sein. Dü-dü. Haben wir jetzt das neue Pack vorbestellt. Sehr schön, liebe Mama. Passt ja auch super zu den Bibern neben... Achso, wenn du oben die Baumstämme machst, so wie ein Damm. Genau, so habe ich mir das auch gedacht, dass das dann quasi da so ein bisschen aus dem Baumstämmen halt rausfließt. Vielleicht sähe es gut aus, wenn der Wasserfall aus dem Berg kommt, dann der Fluss Rinnsal oder was auch immer nicht so groß wäre und dann ein kleiner Wasserfall in das Bibergehege liegt. Er fließt auch true. Aber dann müssten wir... Ich glaube, das sähe auch schön aus, weil sonst... haben wir halt wieder basically genau das gleiche, wie wir es ein bisschen hier gemacht haben, nur in größer. Ich glaube, dass so ein Fluss schöner aussieht. Und dass dann nur so ein Ding da vielleicht von runterfließt. Oder vielleicht sogar nur ein schmales, ne? Die Wasserfälle sind aus dem Aquatic-Pack, okay. Danke, dass du nachgeschaut hast. Und Sarah, mach's gut. Schön, dass du da warst. Oh Mann, geschlafen wird dann halt wann anders. Oh, das tut mir leid. Hab ein schönes Wochenende. Okay. Mann. Aber dann vielleicht der, oder? Dass wir so die Breite von dem haben. Mal eben auf Play drücken. Es ist halt ein bisschen doof. Der macht halt da jetzt schon das... Huch. Warte mal.
Weil der ist nämlich perfekt dann im Wasser. Ich glaube, wir machen das dann hier ein bisschen flacher. Und dann machen wir nur das Kleine, dass wir wirklich nur so einen kleinen Wasserfall haben. Und dann machen wir da so ein bisschen was mit Baumstämmen und so, und dann wird das geil. Rosi, Hallöchen, wie geht's dir? Rosi war es, ne? Nicht Rosi, es war Rosi, oder? Ist richtig im Kopf? Und Marie, mach's gut. Viel Erfolg bei deiner Masterarbeit. Ich liebe Wasserfälle und Flüsse in Planet Zoo zu bauen. Damit kann man mich sehr, eine sehr lange Zeit ruhig stellen. Ja, true. Ja, ich habe am Anfang schon eine ganze Zootour gemacht. Können wir gerne dann gleich vielleicht nochmal machen. Aber ich möchte halt vorankommen. Deswegen, also ich kann gerne nochmal kurz von oben zeigen, aber das ist bisher alles, was wir gemacht haben. Also wir haben hier Nashörner, dann haben wir hier Zwergflusspferde hier drinnen. Das sieht man jetzt nicht, weil da so viele Bäume sind. Sind Rotfüchse bis hier vorne. Und hier ist dann unser Grizzly-Gehege. Und hier unten ist noch eine Vivarienhöhle. Ja, das ist unser ganzer, bin neu hier. Ja, herzlich willkommen. Sorry, dass ich nicht Hallo gesagt habe. Schön, dass du da bist. Genau. Und das Gehege ist für die amerikanischen Biber. Also es ist halt Crossover gerade, weil das hier ist Bibergehege und das hier wird der Alpensteinbock. Aber wir verbinden das halt alles so ein bisschen. Okay, wir müssen jetzt aber mal hier denken. Ist wieder maximal belastend. Stutenpulli, Hallöchen. Und Ellie, Hallöchen, schön, dass du da bist. Ganz gut, danke dir, das freut mich. Finde ich cool, bin gespannt, wie es wird. Ja, ich bin auch mal gespannt, was wir noch hier so fabrizieren werden. Ich mache das jetzt erstmal nochmal einmal hoch, damit wir quasi wie eine leere Leinwand haben. Dann mache ich da oben die Barrieren auch nochmal weg, weil sonst können wir da immer nicht in Ruhe buddeln. Wollen wir denn dann noch weiter in den... Soll da denn wirklich ein Wasserfall sein? Oder soll dieser Rinnsal einfach quasi aus dem Berg rauskommen? Also wir könnten halt auch hier so eine Steinformation machen und unten halt so einen kleinen Bach, dass es halt quasi so aus dem Berg einfach so rausfließt. Dass es jetzt nicht wie ein Wasserfall so eine Riesenquelle ist, sondern dass es halt dann da einfach so aus dem Berg rausgeflossen kommt. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir quasi... Wartet. Dass wir quasi so halt so ein Bächli haben. Genau, so habe ich mir das gedacht. Ostenberg fände ich schön. Ostenberg wäre cool. Ja, oder? Weil, ich meine, wir haben ja hier dann noch einen Wasserfall, so einen kleinen. Ich meine, einen großen Wasserfall können wir auch immer noch machen. Aber ich glaube, dass das für hier jetzt cooler wäre, wenn wir das erstmal so machen. Müssen halt nur schauen, dass wir das hier hinkriegen. Das ist so ein... Wenn ein Rinnsal ist das ja auch nicht. Dadurch, dass wir den breiten Wasserfall haben. Mann, warum will der denn da immer... Warte mal.
So. Mhm. Mhm. Machen erstmal jetzt hier ein bisschen YOLO und Feinschliff kommt dann später, okay? Nur mal, um zu gucken, wie wir das Ganze planen. Luisa, Hallöchen, mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch. Und Lea Maus, hallo! Schön, dass du da bist. Mach 10 Kreuze, wenn ich meine Klausuren geschrieben habe. Das ist ein Stream von dir, genau richtig. Bin übelst gestresst und nervös. Morgen geht's los mit der ersten Klausur. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. You got this. Das wird ganz wunderbar. Das muss hier dann ja nicht ganz so hoch sein. Das Wasser nochmal kurz raus. Okay. Soll das noch weiter rein? Ich glaube, das wäre auch cool, ne? Wenn wir es vielleicht noch ein bisschen... bisschen weiter reingehen lassen quasi. Es ist so dunkel. Ich sehe nichts. Bisschen gruselig auch. Oi, 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 oi. Bisschen gruselig. Grüß! Dankeschön mit 30 Monate. Mann, das ist auch schon so long. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Hab mir jetzt noch North America und Wetlands geholt. Ich kann es kaum erwarten. Ganz viel Spaß damit, Lauri. Dann wird ja heute Abend richtig gezockt. Mein Freund hat für mich extra einen Gaming-PC zusammengebaut, damit ich Planet Zoo spielen kann. Jetzt komme ich mit der Steuerung, dem Bauen gar nicht klar. Also die Steuerung kannst du auch auf die Sims 3 Kamera umstellen. Also nicht Sims 3 Kamera, auf die Sims Kamera wollte ich sagen. Sims 3 Kamera geht bei Sims 4. Das kannst du dir umstellen, also du kannst die Steuerung invertieren, weil es ja genau andersrum ist als bei Sims. Deswegen ist das manchmal so ein bisschen irritierend. Genau, und das mit dem Bauen und so, das ist einfach, also ich würde dir empfehlen, halt die Tutorials zu spielen, damit du so ein Gefühl für das Spiel bekommst und einfach Videos dazu angucken oder halt, ne, so wie jetzt Streams und so, das hilft einfach enorm. Und dann wird das, man muss dem Ganzen einfach ein bisschen Geduld zuschreiben. Klausurenstressen böse, aber der Streamy beruhigt mich etwas, während ich meine Nudelbrokkoli-Pfanne genieße. Lass es dir schmecken, Luisa. Und Maddie, hallöchen, schön, dass du da bist. Wie geht's? Gut, außer ein bisschen Halsaua, aber sonst schicki, freue mich hier zu sein. Gute Besserung, Grüß. Ich hoffe, es wird schnell besser. Schön, dass du da bist. She said hello, Mr. Hallöchen, schön, dass du da bist. Guten Tag. Hallo, ich grüße Sie. Wisst ihr, was wir, glaube ich, machen? Das könnte richtig in die Hose gehen, aber es könnte auch richtig geil sein. Also das hier wird ja das Alpensteinbockgehege. Die wollen ja richtig Let's Fetz Steine. Und ich glaube, wir machen hier einfach so eine richtige Steinwand. Also als wenn das hier noch so ein Steinberg quasi wäre. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen rough aus, aber dass dieses Bächli halt an dem
an den Steinen vorbeifließt. Gut, Frau Binion selbst. Geht's Frau Prinzessin wieder gut mit Prinzessin Pudding mit ihrer Foto? Ja, klar. Also die hat da jetzt halt so nackte Haut. Aber der geht's wieder gut. Und mir geht's auch sehr gut. Ja, Lea, wir sind so ein bisschen, das läuft gerade Hand in Hand, weil wir halt quasi das Gewässer hier reinbauen. Aber wir haben eben hier halt das gebaut. Also das haben wir vorhin alles noch gemacht. Also hier diese Treppe ein bisschen verkleidet und so. Und jetzt machen wir halt quasi das Gewässer, was hier in den Teich von den Bibern reinfließen soll. Deswegen ist das gerade so ein bisschen verwirrend vielleicht für die Leute, die hier, ne? Genau, so ist perfekt. Danke, Lehrbaus. Ja, wir haben jetzt übrigens auch einen Command für die Musik. Josi hatte eben einen Command gemacht, weil ja immer viele danach fragen. Weiß nicht mehr. Josi, wie heißt du denn? War das einfach Ausrufezeichen Musik? Nur damit du auch Bescheid weißt, damit wir das nicht immer nochmal beantworten müssen. Da ist er! Betsy sind fertig, jetzt muss der Rest noch fertig werden. Oh Mann, ich habe auch richtig Hunger jetzt. Ich muss erst noch einkaufen. Oh, scheiße, einkaufen muss ich auch noch. Hups. Das habe ich natürlich nicht bedacht. So, warte mal. Ich überlege gerade, ob wir das dann hier nicht noch ein bisschen weiter öffnen wollen. Dass das halt so ein bisschen zu wird. Oh, halt. Wollte glätten. Weil wir sind ja faul. Babs, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Mila, Hallöchen. Linsen und Wiener und noch ein paar Reste. Oh, lecker. Lecker, lecker, lecker. Wie weit habe ich das jetzt reingemacht? Okay. Ich glaube... Tomorrow! Oh, oh, oh! Nee, werde nicht drehen jetzt. Obwohl, die Richtung ist okay. Entschuldigung. Tapsi! Nee! Ja, wir sind noch da. Hab eben die süße Story von heute Morgen erzählt. Schön, dass du da bist. Danke, ihr Lieben. Vielen Dank. Ich glaube, wenn du die zwei Steine vorne am Wasserfall ein bisschen höher machst, kannst du das Wasser noch eine Ebene höher machen. Gelten die Steine auch als Wasserbarriere quasi? Also das wäre ja toll, hör mal. Oh! Nee. Das war genauso wie vorher, oder? Nee. Mm-mm. Nee. Aber ist auch nicht so schlimm, weil das hier machen wir ja. Also, das ist ja jetzt quasi.
Ist das auf der... Ja, ist ungefähr auf der Höhe von dem Wasserfall. Und hier machen wir ja eh noch, wir knallen hier noch richtig viel drauf. Aber danke für den Tipp. Wir machen hier noch Holz hin und so weiter. Also das bleibt nicht so, wie es jetzt gerade ist. Wir können schon mal... Ich glaube, das wird meinem Auge schon mal viel besser gefallen, wenn wir das hier schon mal wegmachen, weil diese Farbe da drunter, die stört mich. Warum ist das denn so ein fetter Brocken? Vielleicht den nicht. Oh Gott, das sieht ja hier, also das sieht ja jetzt ein bisschen wild aus, ne? Aber wie gesagt, also das wird noch alles zugeklatscht und dann da wird es gut aussehen. Okay, aber schon mal für mein Auge. Entschuldigung, Chris. Haben wir ja richtig viel Mühe beim Lautniesen gegeben. Und Lindy, Hallöchen. Und schöne Bella, mach's gut. Schön, dass du da warst und hab ein wunderschönes Wochenende. So. Dann. Warte. Das wird schon, Leute. Sieht jetzt alles noch wild aus? We have to trust the process, ne? Haben wir ja schon gelernt hier von Frau Simsfinity. Da, da, da. Lobby, willkommen zurück. Und Krümelmonster, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Stream. Ich hatte bisher einen sehr schönen Tag. Ich hoffe, du auch. Wir müssen da gleich mal die Felswand hinmachen, damit das ein bisschen schöner aussieht. So. Das hier. So, dann sieht man das nämlich direkt viel weniger. Machen wir hier ins Wasser auch schon mal und hier auch überall, weil das soll ja auch steinig werden. Die Konzentration in deinem Gesicht, ich bin auch wirklich hochkonzentriert. Skadi, Hallöchen. Herzlich willkommen im Stream und Yeti, Hallöchen. Lina, lass es dir schmecken. Ganz schön wild, der Bärsch.
der Windmami! Hallo, danke schön für 1,5 Jahre. Vielen Dank für 18 Monate, wie geht's dir? Hallöchen, Hallöchen. Nee, nee, nee. So. We earned it. Nina, ich kann nicht bauen. Auch Nina, nee, 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 nee. So nicht, Leute. Nee, 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 nee. Also, das ist sehr süß, aber... Das ist halt... Weil ihr immer so tolle Ideen habt. Boah, ich finde das richtig cool, dass das da aus dem Berg rauskommt, Leute. I like it, Picasso. Paula, willkommen zurück. Mag jemand meinen Chef anrufen, mich entschuldigen? Oh, Lea Maus. Fühl dich ganz fest gedrückt. Mir noch ein bisschen zu spitze hier oben überall. Muss mal ein bisschen runder machen. Oh, aber ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss. Guck mal, 2 Uhr, machen wir mal Schluss. Weil wir sind wieder an diesem Punkt, wo meine Kreativität so ein bisschen nachlässt. Und ich will, dass es schön wird. Deswegen bauen wir dann am voraussichtlich Montag. Je nachdem, ob die Deutsche Bahn sagt, ja, heute, obwohl die Deutsche Bahn ist mir nicht schuld, die Bimmelbahn sagt, ja, heute funktionieren wir, oder Nina ist wieder erst um Buxtehude zu Hause. Aber es sind doch erst 4 Stunden. Ja, es, also, Frau DB sagt ja. Ja, die Deutsche Bahn sagt immer ja, aber meine Bimmelbahn, die ist immer ein bisschen belastend. YouTube-Zuschauer, Wiedersehen, tschüssi!